Willkommen bei meinem eigenen McDonald's. Beim letzten Mal habe ich euch ja schon gezeigt, wie ich die ganze Küche zum Restaurant umgebaut habe. Und jetzt zeige ich euch die Eröffnung von meinem Restaurant. Es gibt eine besondere Aktion bei McDonald's und zwar gibt es diese Gläser. Hier gibt es so einfache Rubik's Cubes, die in Happy Meal drin sind. Und guck mal, das Happy Meal sieht auch aus wie ein Rubik's Cube. Da habe ich alle Spielsachen bekommen, inklusive dem Buch. Ja, ein Dino-Buch. Für die Dino-Fans. Und ansonsten auch neu bei mir, die McRibs. Hier, ein Patty von denen und die Brötchen. Natürlich in der neuen Verpackung. Hier mit ihrer Soße. Und die Spicy Chicken Nuggets. Jawohl, ich bin fertig, also kann es jetzt auch schon losgehen. Mein McDonald's ist eröffnet! Und zwar mein neues McDonald's! Oh, lecker! Aber heute bin ich zuerst dran. Okay, was möchten Sie denn haben? Im Angebot gibt es die neuen Spicy Nuggets. Und natürlich Menüs, Cheeseburger, Hamburger, wieder Menüs, Happy Meals und Chicken Nuggets. Und ich hätte gerne einen Cheeseburger. Okay, kommt sofort. Wollen Sie auch noch Pommes dazu haben? Nein, danke. Okay, also nur ein Cheeseburger. Elisa, nein, es gibt doch neue Spielsachen. Ja, genau. Hier gibt es so Würfel. Guck mal, das hier ist schön. Willst du das haben? Ja. Ja, ich möchte das hier haben. Dann mach dir ein Happy Meal. Was willst du als Getränk haben? Apfelsaftschorle oder Capri-Sonne? Apfelschorle. Okay. Die Schorle kommt dann auch rein. Und jetzt wird nur noch der Cheeseburger gemacht. So. Jetzt etwas warten. Willst du einen Fruchtquatsch oder eine Apfeltüte? Eine Apfeltüte. Okay. So. Dann jetzt noch die Pommes. Jetzt in mein Happy Meal. Danke. Bitte. Die sind jetzt auch bereit. Aber keine Gurken reintun. Als erstes kommt das Patty rauf. Dann kommt der Käse rauf. So. Dann kommt Ketchup rauf. So. Lisa, willst du noch Zwiebeln haben? Nee. Okay. Dann keine Gurken und kein Salat. Gut, also ein richtiger Cheeseburger. Und mit Ketchup drauf. Genau, das habe ich jetzt auch gemacht. Hier ist der Cheeseburger. So, jetzt wird das alles verschlossen. Hier ist Ihr Happy Meal. Achtung, schwer. Guten Appetit. Dankeschön. So, was wollen Sie haben? Hallo, ich hätte gern auch ein Happy Meal. Okay, was wollen Sie denn drin haben? Es gibt einen Cheeseburger, einen Hamburger oder die Chicken Nuggets. Wenn nicht sogar die scharfen Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Okay, also ganz normale Chicken Nuggets. Ja, okay. Ohne scharf. Wollen Sie noch ein Spielzeug dazu? Ja. Hier, das ist jetzt so ein Puzzle, das man zusammenbauen muss. Möchten Sie das hier haben? Ich nehme doch lieber das hier, so einen ganz normalen Löffel. Okay. Komm sofort. Oh. Welches Getränk möchten Sie? Capri-Sonne oder... Ja, Capri-Sonne. Ja. Capri-Sonne oder Capri. Wollen Sie noch Fruchtquatsch haben? Ja. Okay. So, jetzt kommen Ihre Chicken Nuggets. Und ich hätte gern noch Pommes dazu. Natürlich, die sind immer mit dabei. Wollen Sie Spicy Chicken Nuggets oder die normal? Die normalen. Okay. 4 Chicken Nuggets. Hier sind Ihre Chicken Nuggets. Danke. Jetzt kommen auch noch Ihre Pommes. Hier sind Ihre Pommes. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo Johann. Hallo. Ich habe Hunger. Genau. Okay, was wollen Sie haben? Was gibt's denn heute?
Also, ganz neu gibt es scharfe Chicken Nuggets. Das hört sich super an, ich liebe scharf. Okay. Ein McRib, ganz neu. Menüs, ganz normale Menüs, Royal TS, Hamburger, Cheeseburger und ganz normale Chicken Nuggets. Und wir haben natürlich auch den Veggie Burger. Was ist das denn hier? Hier gibt es jetzt ganz besonders Gläser, aber nur zum Menü. Dann muss ich ein Menü nehmen. Genau. Dann nehme ich Hamburger Royal TS Menü. Ja. Und natürlich die scharfen Chicken Nuggets. Okay. Zum hier essen oder mitnehmen? Ich gehe da drüben. Okay. Was für ein Glas wollen Sie? Ein hübsches. Welches wollen Sie haben? Das bunte hier. Leider haben wir das bunte nicht mehr, denn das war sehr schnell ausverkauft. Ah, okay. Dann nehme ich Pink. Pink, okay. Oh, man kann sich hier bei Ihnen bewerben. Ja, wir sind am Expandieren. Wir brauchen immer neue Leute. Wäre ich denn dafür geeignet? Könnt ihr hier einen Job machen? Na klar. Was muss ich denn dafür können? Dafür muss man absolut stressresistent sein. Denn es gibt echt harte Kunden. Oh, das hört sich aber schon schwierig an. Na gut, ich überleg's mir mal. Okay, dann. Jetzt kommt ihr Trinken. Zu meinen Pommes hätte ich gerne Mayo. Okay, gerne. Was zu Ihren Chicken Nuggets? Oh, haben wir da besondere Soßen? Ja, wir haben einmal die Chili-Soße und die Curry-Soße. Dann nehme ich gerne die Chili-Soße. Können wir die nehmen? Vielen Dank. Einmal Mayo und Chili-Soße. Leider haben wir noch Mayo. Genau. So, das kommt ja jetzt rein. Jetzt ein pinkes Glas. Jetzt kommen die Spicy Nuggets und die Pommes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Und zwei Pommes extra. So, hier sind Ihre Spicy Nuggets. Hier. Einmal. Zweimal. Hier sind Ihre Pommes. Die nehme ich direkt so. Danke schön. Okay. Haben Sie mir denn meine Mayo schon eingepackt? Ja, natürlich. Jetzt kommt der Burger. Darauf. Käse. Mayo. Jetzt kommt der Salat rein. Salat. Tomaten. Zwiebel. Schick. Jetzt kommt das Hohe rauf. Okay. Royal TS kommt sofort. Vielen Dank. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zum Glück kein nervender Kunde unterwegs. Ach was, nervige Kunden? Die gibt's nicht. Ja, ich weiß. Der Kunde ist König. Ich bin König. Genau, was wollen Sie jetzt bestellen? Also erstmal guten Morgen oder sowas hätte ich mir gewünscht als König, dass man mich wenigstens ordentlich begrüßt. Mit Hallo reicht es mir nicht so. Okay, dann wünsche ich Ihnen ein herzliches Willkommen in meinem McDonald's, in dem ich das Sagen habe. Warum müssen Sie das extra erwähnen? Das hört sich jetzt für mich ein bisschen schräg an. Okay, was gibt es denn hier so? Ja, Gläser sehe ich hier gerade. Ja, genau. Aber hier ist noch so ein anderes Glas, so ein buntes Glas. Das hätte ich gerne. Das ist mir sehr wichtig, das hätte ich gerne. Und warum haben Sie es? Haben Sie es nur für mich nicht oder haben Sie es allgemein nicht mehr? Wir haben es allgemein nicht mehr. Haben Sie es nicht irgendwo noch nicht für sich selbst zurückgelegt vielleicht? Nein, haben wir nicht. Echt nicht? Echt nicht. Gut, dann nehme ich gar nichts. Nehme ich kein Glas. Wollen Sie vielleicht einen McRib haben? Ja, diesmal haben Sie einen McRib, gerne. Dann hätte ich gerne einen McRib als Menü mit einer Cola. Und Pommes. Mayo, genau.
Wollen Sie noch was oder? Ja, ein Tablett hätte ich gern. Okay. Obwohl ich will es eigentlich so mitnehmen. Aber das Tablett können Sie ruhig hier lassen. Immer diese Kameras überall. So, okay. Ich habe das Gefühl, dass diese Tüte schon mal benutzt wurde. Hier ist ja sogar eine alte Pommes noch drin in der Tüte. Also... Hier, die ist doch gut. Ich weiß jetzt nicht, ist das hygienisch so? Der Mann, von dem ich das habe, hatte einen Mundschutz an. Okay, dann ist ja in Ordnung. Hier, Ihre Cola. Ich habe das Gefühl, mein Burger wird hart da in der Pfanne. Kümmern Sie sich bitte um meinen Burger. Ich habe das Gefühl, dass er da in der Pfanne sehr unglücklich ist. Gut. Schon ein bisschen länger am Ofen, ne? Kann das sein? Boah, das letzte Mal waren Sie besser. Sie dürfen mich jetzt nach den Soßen fragen. Ja, natürlich. Welche Soße möchten Sie denn haben? Ich hätte gerne Mayonnaise. Mayonnaise auf ein Ei? Nein, zu meinen Pommes natürlich. Nicht auf meinen Burger. Möchten Sie noch eine Currysoße oder irgendwas? Nein, nee. Dankeschön. Vielen Dank. Wollte ich ein Glas dazu? Jetzt wäre es, glaube ich, wieder so weit, dass Sie... Wollen Sie noch ein Glas dazu? Ich hatte eben gesagt, dass ich die Gläser nicht haben möchte. Ich hätte gerne das Regenbogenglas gehabt. Aber offensichtlich haben Sie nichts mehr für mich. McDonald's hat eine Eigenart. Sie machen immer so viel Barbecue-Soße drauf, dass man es nicht schaffen kann, ihn zu essen, ohne dass man sich vollsaut. Das heißt, ich muss das jetzt auch machen. So. Bitte nicht mit der Barbecue-Soße sparen. Okay. Jetzt kommen da Zwiebeln drauf. Wollen Sie viele Zwiebeln oder weniger? Ja, viele Zwiebeln. Da gehören immer viele Zwiebeln drauf. So. Es fließt schon. Hier, gut. Dankeschön. Bitteschön. Ich hätte ihn gerne eingepackt gehabt, aber direkt in die Hand geht auch. Während ich den esse, habe ich jetzt doch Hunger auf einen Veggie-Burger bekommen. Okay. Jawohl. Haben Sie nichts zu tun? Ich hätte gerne diese neuen Nuggets, die so scharf sind. In der scharfen Soße. In einer scharfen Box. So, hier sind Ihre Chicken Nuggets mit einer Pommes extra. Soßen. Darf ich nicht aussuchen? Sie haben doch eben gesagt, eine scharfe Soße. Hier ist Ihre scharfe Soße. Hab mich umentschieden, ich möchte doch eine andere Soße haben. Welche denn? Currysoße, scharfe Soße, Ketchup, Mayo, alles. Nicht doch eine scharfe Soße. Haben Sie sich jetzt wirklich für die scharfe Soße entschieden? Mhm. Okay, Sie dürfen nicht mehr weg sein. Soll ich nicht zwei Soßen? Welche möchten Sie noch? Welche gibt's denn? Currysoße und Ketchup. Und eine scharfe Soße gibt's nicht mehr? Es gibt auch noch eine scharfe Soße. Ja, dann hätte ich gerne eine scharfe Soße. Okay. Und hier ist Ihr Fischburger. Ein Double Fish TS Vegan TS. Ach, das ist so ein... Ach so. Dann muss man das so eindrücken, ja? Mhm. Aber wenn ich jetzt hier reindrücke, dann ist es ein Fischburger. Genau. Ich will kein Fischburger. Das ist doch nicht vegan. Doch, na klar ist das vegan. Da ist doch Käse drauf. Ja, aber den Käse haben Sie sich ja extra drauf gewünscht. Ja, hätte ich gewusst, dass er nicht vegan ist, hätte ich ihn nicht genommen. Damit verabschiede ich mich jetzt hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!
Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.